Moin Moin und willkommen zurück zu Project Sightseer, also Project 5 Sightseer. Heute mal eine neue Variante. So, ich bin da rausgekommen, schlussendlich nicht mit Rumtüdeln oder so, sondern tatsächlich mit einem Konsolenbefehl. Also mit Stuck habe ich mich befreit, dann hat er mich ein Stück weg teleportiert. Ich weiß gar nicht, wo die Ecke ist, also irgendwo hier in der Nähe muss sie sein. Kopf hervorkommen war da ja auch. Ja, soweit ich das verstanden habe, wäre es tatsächlich notwendig gewesen, dann die Selbstzerstörung sozusagen zu zünden und neu anzufangen. Ja, das wollte ich jetzt natürlich vermeiden. So, wir gehen jetzt mal dahin. Zu dem Point of Interest. Ist das dahinter oder davor? Ich befürchte dahinter, ne? Rüber. Rüber können wir eh nicht mitnehmen. Wir sind voll von... Nee, sind wir ja gar nicht, ne? Wir haben ja wieder Slots frei, weil wir ja das eine Lager da drauf haben. Das eine Lager. So, dann versuchen wir mal drum herum zu kommen. Fährt vielleicht. Rüber, rüber. Plopp, stecken wir in der Ecke wieder drin. Oh, hier ist sogar Wasser. Okay. Ein Reifen. Rubber. Okay. Im Übrigen hatte ich auch durchgelesen im Forum auf der Suche nach einer Lösung hierfür, wenn das Fahrzeug mal explodiert, ne, geschrottet wird oder wie auch immer, dann geht alles, was... Moment, ist das ein Minibus hier? Dachte ich gerade, nee. Dann geht alles Material, was im Fahrzeug ist und woraus das Fahrzeug besteht, in die Umgebung über. Also würde das Fahrzeug jetzt hier zum Beispiel explodieren an dieser Stelle, dann kann man wohl hier wieder herfahren und zum Beispiel den Stein da abbauen und dann würde man Material rauskriegen, das im Fahrzeug verbaut oder gelagert war. Also Hard Metal könnte man dann abbauen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. So. Pong. Wir wollen ja noch ein bisschen was einsammeln, ne? So ein, zwei Hard Metal oder sowas. Wir haben noch ein bisschen Nickel finden. Nickel. Nickel. Ich fahre hier mal links drum herum. Okay, Titanium hatten wir auch markiert. Immer mit dem vorsichtigen Blick nach dem nächsten Abgrund. Jetzt ehrlich? Ernsthaft? Also so eine kleine Ecke reicht dann schon, dann hängt man da drin. So. Also wir kommen schon weiter. Wir sind einfach bloß zu schwer. Nein, 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 nein. Fahr vor, fahr vor, fahr vor. Schön hoch. Ups, einsammeln. Ach, Nickel vorkommen. Hier. Yeah. Das ist ja nicht wahr, ne? Das ist ja einfach nicht wahr. Brauchen wir denn hier? Da. Können wir es da hinwerfen? Ja. Mist. So, Hard Metal Frankage. Medium Nickel Vorkommen. 5000. Overload. Your vehicle is overloaded so much, it's not longer able to move. Nein! You can upgrade the suspension of land vehicles and turbines of an air vehicle in order to carry more. For now, try leaving some cargo on board. Ja, gut. Also das Fahrgestell und Turbinen von Fahrzeugen können wir aufrüsten, um dann mehr tragen zu können. Jetzt stehen wir da und können nicht mehr. Gut, wir sind bei 202%. Hier oben sieht man da...
Ja, ist ja schon mal ein Eckchen, ne? Müssen wir jetzt was zurücklassen. Was lassen wir denn zurück? Das Schlimme ist, wir können nichts weiter aufnehmen. Oh, 30.000 Hartmittel haben wir. Also das Magnesium brauchen wir noch nicht, ne? Ich weiß gar nicht, woher wir das haben. Haben wir vermutlich auch in einem Container gefunden. Oh, 90 Kilo. Fast 91 Kilo. Wie viel wiegt denn das Silizium, das wir dabei haben? 1,13 Tonnen. Yes. Also Silizium-Hartmittel lassen wir definitiv nicht zurück. Nickel auch nicht. Sulfur. Ja, tschüss, Sulfur. Wir sind immer noch über... Ernsthaft? Wie viel wiegt denn der Schwefel? Ah, 22 Kilo. Aha, okay. 36 Kilo. Ihr wollt mich doch veräppeln. Das Uran, 580 Kilo. Rubber, 33 Kilo. Also Sulfur, Magnesium. Wir sind bei 200%. Wir können nicht fahren. Ernsthaft? Gut, du kommst mal raus. Jetzt kommst du mal raus, dann kommst du. Achso, du mal rein, dann kommst du mal rein. Magnesium. Den External Storage, den lassen wir noch einfach liegen. Ich gucke mal kurz nach, was kostet der nochmal, wenn man den baut? Nicht Word, sondern Attachment. 2000 Aluminium. Auch nicht gerade wenig, ne? Storage. Was haben wir bei Vehicle? Land. Sonst haben wir noch nichts. Was wir noch nicht erforscht haben, denke ich mal. Ja. 73 Rubber ist jetzt auch nicht so viel. Ich bin gerade unschlüssig. Mal wieder. Gut, wir sind auf 200%. Ist egal. Egal. Und da liegt noch Nickel rum. Würde ich gerne mitnehmen, aber dann sind wir wieder überladen und müssen was wegwerfen. 2200 Nickel. Wenn ich einen Mouse-Over mache, kriege ich dann vielleicht auch 130 Kilo. Ja, das passt ja zum Magnesium auch nicht, ne? Okay. Ja, da können wir, glaube ich, nichts ändern. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Heimfahrt anzutreten. Doch schon recht zickig beim Fahren. Aber solange es vorangeht, ist alles in Ordnung. So, hier sind wir jetzt irgendwo bei der Landbrücke, ne? Silber. Hey.
Huge. Auch noch ein Huge vorkommen. So, Place Marker. Silver. Huge. Ich sitze hier, ich finde es immer faszinierend, das an mir selber zu beobachten. Ich sitze hier gerade mit gestrecktem Hals, um über die Bäume hinweg zu gucken, was totaler Blödsinn ist. Kann ja gar nicht funktionieren, ne? Wundert, dass wir noch kein weiteres Artefakt gefunden haben. Tungsten! Oh, Wolfram. Lage. Kein weiteres Artefakt gefunden haben. Tungsten. Weil wir ja zwei Stück so dicht beieinander gefunden haben. Kann natürlich auch Zufall gewesen sein, dass sie so dicht beieinander gespawnt sind. Und wir deshalb nichts finden. Kommen wir nicht durch. Mist. Irr. Der wird quasi gerade ausgelenkt, wenn man da im Wald unterwegs ist. Ja, ich glaube, es lohnt sich dann später auch beizugehen. Wenn man mit dem Fahrzeug tatsächlich noch meinen muss, dass man mit leeren Frachtraum hinfährt und eine einzige Ressource einarbeitet, einmeinert und so füllt, wie wir schon quasi meinen. Und wieder Dock Booster. Ist das jetzt der Container oder das Ressourcenvorkommen? Der Container. 46 Methan ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Denke ich mal. Da haben wir Methanvorkommen. Nein, da kommen wir auch nicht durch. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da kommen wir nicht lang. Da kommen wir nicht durch, hier kommen wir nicht lang. Oh, meine Güte. Steht er schon wieder. Okay, wenn es sich vermeiden lässt, nicht mehr mit 200% Last fahren. So, jetzt sind wir quasi wieder auf Kurs für 5 Minuten. Bis wir am nächsten Hindernis hin. 30 Kilometer Umweg nehmen müssen. Ich vermute mal, es geht nicht, aber schön wäre es, wenn man noch Tunnel bauen könnte. Dann könnte man sich so ein paar Abkürzungen bauen. Nein! Na, schaffst das?
Nein! Oh Gott, ich habe zu spät gesehen, in der Dunkelheit. Du wiegst da richtig... Nee, 755 Kilo. Quasi nix. 1,13 Tonnen. Da. Da. Ach, jetzt hängt er mit der Nase am Boden fest, ne? Fahren wir nur nicht die Container kaputt, falls das geht. So. Links von uns ist die Basis. Okay, wir sind im einzugsfreien Bereich der Basis. Jetzt kann es sich nur noch um Stunden handeln, bis wir da sind. Da ist die Heimreise schon ein Abenteuer für sich hier. Fühlte sich reell anstrengend an, muss ich sagen. So, aber wir haben es geschafft. Wir sind endlich wieder zu Hause. Mit einem ganzen Stapel voll Ressourcen. Yeah. Gut, ich werde die Folge jetzt hier beenden. Haben wir auch den Zeitpunkt ungefähr erreicht. Wenn es wieder Tag ist, also wenn es wieder hell geworden ist im Spiel, dann setzen wir wieder ein und dann bauen wir mal ein bisschen. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.